Ja, die haben in dem Moment, die haben da effektiv die ganze Zeit gesessen, gewartet, bis die Server freigeschaltet wurden und ja, haben F5, losgelegt. F5, 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 oh, rein. Ja, ganz ohne Spaß, da brauchst du dir nicht, das ist wirklich so. Es gibt solche Leute. Das habe ich bei, war bei BF3 damals nicht anders. Nachdem das, also es bei BF3 war ja unverschämt, das Ding hat ja, das Schöne war ja, es war ja zu einem Wochenende, wo das Ding startete. Und ja, das Ergebnis war, dass ich effektiv das Wochenende und die erste Woche nicht spielen konnte, weil es absolut unmöglich war, auf die Server zu connecten. Es gab dann immer wieder Leute, die konnten. Die haben dann auch dementsprechend schon gespielt. In der zweiten Woche, wo ich das erste Mal reingekommen bin und den ersten gesehen habe mit Level 25. Ja. Und du weißt ja, wie gut man in Battlefield levelt. Jetzt ja, mittlerweile. Es dauert doch ein bisschen. Habe ich mich gefragt, okay, hat der jetzt Glück gehabt und ist hat jedes Mal direkt einen Connect bekommen und dementsprechend dann halt spielen können, aber und dann habe ich selbst gespielt und habe festgestellt, oh, es levelt sich doch ein bisschen zäh. Ja, ich war schon froh, dass ich in der ersten Aufnahme es geschafft habe, Level 1 zu knacken mit 5 Runden. Gerade so. Ja, und es wird nach oben hin nicht schwerer. Und wer sich gerade wundert, warum ich hier so tatenlos rumsitze, ich muss gerade mal einen Schluck trinken, da wir ja heute mehr oder weniger ein Let's Talk als ein Let's Play haben. Ist das nicht immer so bei uns? Ja, heute kommt es mir extrem vor. Es kann natürlich auch sein, Bei der letzten Aufnahme habe ich ja ein bisschen mehr geredet, da warst du ein bisschen ruhiger. Oh. Und dieses Mal redest du ein bisschen mehr. Dementsprechend kratzt es auch gerade wieder ein bisschen in der Kehle. Das Problem ist, ich habe keine Beutchen mehr. Aber das könnte ich jetzt sowieso... Ach, das meintet ihr. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ach, er hat da noch so ein Ding hingesetzt, ja. Interessante Idee für eine Lampe. Braver Kevin Tobi. 01. Da besteht er ja drauf. 01? Ah, so. Er besteht auf das 01. Ja, bei mir in den Kommentaren gab es auch mal wieder so üblichen Diskussionen über das böse Kevin Tobi. Da kam von Ihnen nur, ich kenne keinen Kevin Tobi, ich kenne nur einen Kevin Tobi 01. Meine Intervention dazu war dann, ja, das ist einfach eine Abkürzung, um ein paar Millisekunden zu sparen beim Tippen. Ach so, und du hast doch auch bestimmt so einen Magneten gesammelt, ne? Ja, habe ich. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, jetzt muss ich mal kurz Habe ich nur gucken. Nicht mehr in der Tasche, den habe ich schon rausgepackt. Ja, ich muss mal gerade kurz gucken, ob es da irgendwelche Rezepte zu gab zu dem Teil. Nein, gab es nicht. Komm ich auch mal raus hier? Hallo, lass mich aus der Tür raus. Was ist denn, oh, hier hat sich jetzt auch muss ein ich bisschen mal, Mauer jetzt, getan. Ja, ich habe hier ein bisschen gearbeitet. Hier kommen dann noch so ein paar, noch ein paar weitere Automaten, noch ein paar weitere Farmstücke hin. Deswegen habe ich hier schon mal so ein bisschen Terraforming betrieben. Das können wir ja auch mal kurz zeigen. Ach, ich habe nur vergessen, es auszuleuchten. Weil ich muss sagen, ich hatte da nämlich zwischendurch irgendwann aufgrund der Frustration, dass ich schon wieder kein Material mehr hatte, hab ich dann angefangen, verdammt, jetzt machst du Terraforming, das beruhigt erstmal. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, der Ohrmagnet, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch richtig weiß, wie das funktioniert. Ich suche mir hier mal eine Stelle. Könnten wir ja theoretisch auch in Twilight Forest, da war ja noch genug Ohr drin in dem Ding, ne? Ja, warte mal. Ich suche mir mal eine Stelle, ich glaube... Ich glaube gleich, klaut mir was dein Baum unter den Füßen weg. Nein, 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 nein. Nein, nicht du. Nicht du. Das Ach so. Ich stelle mich hier hin, zeige mal nach unten, lade den Magneten voll auf und bam. Nichts. Ah, doch, da war was. Ha, das ist aber viel. Ey, immerhin. Hat sich ja jetzt aber gelohnt, nicht? Das muss ich noch mal, das probiere ich nochmal im Twilight Forest, wo da ein bisschen mehr Erz war. Vielleicht jupp, geht jupp, das jupp. Dann besser. So, Wumpa. Humpa, 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 Tätere. Das einzige Problem ist jetzt bedingt dadurch, dass ich jetzt nebenbei gucke, was der Server macht, ich nicht mehr sehe, wo wir zeitlich liegen. Wir sind jetzt gerade bei 20 Minuten. 20 Minuten, zweite Aufnahme. Okay. Das heißt, vierte Folge. Vierte Folge. Mensch, haben wir schon richtig was geschafft. Wo ist er denn? Gerade durchs Portal gejumpt. Ah, das war nämlich schön. Ich habe dich nämlich kein Stück gesehen. Okay. So, Line of Sight. So. Lade die Welt. Aha. Ich habe Gold hochgezogen. Oh,
Und das hat den Magneten auch schon direkt aufgebraucht. Noch nicht schlecht. Das war jetzt. Kevin Tobi ist so ruhig geworden, man möchte meinen, er ist nicht mehr da. Aber er ist es noch. Wahnsinn. Ich habe ihn auch nicht bei uns in der Bude gesehen. Es war erstaunlich. Ja, wahrscheinlich hat er aufgegeben, nachdem er uns dort nirgends mehr gefunden hat und ist jetzt irgendwo bereitet böse, finstere Pläne vor. Wenn der die Aufnahme sieht, wird er sich auch verarscht vorkommen. Aua! Mehr du! Danke, Pfeile brauche ich. Wump und Wump. Ah, Wump! Was? Ich sammle hier die ganze Zeit deine Abbauten ein. Ich hab's da wieder hingeschmissen. Ach, so. So, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Platz, kann mit abbauen. Das macht nichts, dass du die Abbauten mit einsammelst. Wie gesagt, wir brauchen alles, was wir kriegen können. Damit ich im Zweifelsfall damit ich dann richtig loslegen kann und auch schon mal die Molecular Assembly Chamber bauen kann. Für unser MI-Netzwerk, weil dann brauche ich nämlich, wenn ich jetzt dann anfange zu craften, das Ganze dann nur maximal einmal craften und den Rest macht dann das System. Weil ein paar Sachen sind dann nämlich bei die, also ein High Voltage Solar Array ist dagegen noch ein Genuss. Okay, ja, den Genuss brauche ich auch nicht mehr so unbedingt. Ja? Ich meine, einmal wirst du dir den Genuss dann im Zweifelsfall nochmal machen müssen. Nämlich um die Einzelteile zu machen, um dem Ding dann das komplett das Crafting-Rezept alles dieses zu geben. Abbauen, Block wieder da, abbauen, Block wieder da, abbauen. Ah, jetzt ist er endlich weg. Ja, das habe ich eben auch gerade. Wie gesagt, also das habe ich immer, wenn man jetzt einen Server-Restart machen würde, würde es wahrscheinlich erstmal wieder alles wunderbar funktionieren. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass wir teilweise so große Probleme haben mit der Client-Konnektivität. Weil so mega viel haben wir ja dann doch nicht an Chunklodern, wie wir erwartet haben, ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass wir im Gegensatz zur ersten Season eine geschmeidige CPU-Auslastung haben. Mhm. Kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, sagen wir mal, Folge 30 der ersten Season hatte unsere CPU-Last eigentlich prinzipiell 100% vom Server. Was das öfter mal zum Problem geführt hat, ja. Mal so kleine Fakten. Fakten aber Fakten, da wir jetzt. Was? Ja, okay. Nein, ich musste gerade eben auch wieder überlegen, kann man das als Anspielung sehen? Nein, kann man nicht. Was? Fakten, Fakten, Fakten? Eigentlich schon. Ja, nee, dann müssten wir es anders nennen. Oder? Doch, stimmt. Nee, doch. War Fakten, nee. Fakten, Fakten, wenn ich mich richtig entsinne. Fakten, Fakten, Fakten? Nee, das andere, stimmt, das andere waren Fun Facts. Oh, Kartoffeln. Ja, und was ich jetzt meine, ist nichts YouTube-bezogenes. Wahrscheinlich ist das gerade das Problem. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich habe wieder falsch. Da haben wir wieder Bies. Da haben wir wieder das Bies. Passt umzumünzen. Ach, oh, wieder anders hinsetzen. Be my bee. Ja. Be my bee. Be my bee. Und zwar auch wieder nur Rockies, aber wir nehmen auch jede steinharte Biene mit. Also Rocky Bees können wir sowieso wieder gebrauchen ohne Ende wegen der Trades und allem, aber da muss ich ja dieses Mal aufpassen, da das ganze Jahr nicht mehr so einfach ist, wie es mal war. Er hat es ja jetzt, ist ja jetzt in dem Mod, soweit wie ich das verstanden habe, so, dass die Bienen im Zweifelsfall, wenn sie zu viel Stress ausgesetzt werden, sprich Mutationen und andere Blöcke, die halt die Effekte der Bienen verändern, fügen halt Stress hinzu und dann kann es dir passieren, dass die Königin stirbt, ohne Nachkommenschaft zu hinterlassen. Ohne Nachkommenschaft zu hinterlassen. Das erklärt das, was ich schon mal hatte. Alles klar. Oder halt Prinzessin hinterlässt. Och Mensch. Ja, komm her, du Feuerfliege. Oh, Feuerfliege weg. Firefly? Firefly. Ich habe eine Firefly verprügelt. Die hat mich so angesummt, leuchtet. So. Ja, die müsstest du dann jetzt eigentlich im Inventar haben. Nee, habe ich nicht. Ich habe aber schon mehrere von denen verhauen und habe noch keinen im Inventar, was mich vorhin schon irritiert hat. Okay. Ich glaube, wir müssen dann auch nochmal durchgehen und dann auch alle Kisten nochmal durchgucken und im Zweifelsfall markieren, welche wir schon angeguckt haben. Einen Block drüber setzen oder so. So, hopp, hopp.
Hopp, hopp. Damit wir sicher gehen können, dass wir auch alle Kisten durchgerödelt haben. Nagascale. Der Rest ist uninteressant. So, zack, zack, zack. Eisen. Yeah. Alles eingesammelt. Ja. So, tam-tadam-tadam-tada-tam-tada-tadam-tada. Ich wurde auch mal wieder in den Kommentaren gefragt, wie die Adresse von diesem Server ist. Ja, nee. Meine Reaktion, es ist ein Privatserver, aber wenn es dich interessiert, der ist bei Nitrado. Ja. Und ohne Whitelist und etc. pp. Kommt man eh nicht drauf. Richtig. Da würde das einem nichts bringen, außer man würde das Ding hacken und ja. Aus dem Grund wird die IP ja nicht gegeben. Man weiß ja nie, was für findige Leute da draußen zugucken. Ja, das mal dahingestellt, aber sagen wir es mal so, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass irgendjemand da den Server hackt und da Mist mit anstellt, kann das hier auch ganz schnell dann ein Ende haben, weil das ist dann nämlich der Punkt, an dem ich keinen Spaß mehr verstehe. Richtig. Da hört es dann nämlich bei mir vollkommen auf. Nee, da würde es bei mir also, ganz ehrlich, da würde ich dann auch sagen, also okay, wenn ihr so einen Unsinn machen wollt, falls es da draußen jemand geben würde, der sowas tun würde mit dem Server hier, man müsste dann noch, am besten, wenn er sich dann noch damit brüstet, so nach dem Motto, haha, ich war das, so richtig schön, ja, vielen Dank an alle Zuschauer, die das gemocht haben, beschwert euch ab jetzt bei dem regelmäßig und spammt ihn zu. Da wäre ich dann auch ganz eisekalt. Wie war das? Zur Not würde man mal noch sehen, ob man nicht mal Großen auf seine Seite kriegt, so nach dem Motto, hey, könntest du mal den da einschmerzen? Er hat's verdient. Hier summt irgendwas. Hier summt's. Ihr hört das auch, oder? Ah, die Kiste hat er schon, alles klar. Also meine Taschen müssten eigentlich bald wieder voll sein, so viel Redstone, wie ich hier schon wieder einsammle. Ja, ich hole ja auch gerade ganzen Haufen Redstone raus. Redstone und Eisen, zwischendurch auch mal ein bisschen Kohle. Denn wer die Kohle nicht ehrt, ist den Diamanten nicht wert. Oh ja. Und wer das nicht, und wer nicht versteht, wieso, der sollte vielleicht mal nachgucken, woraus Diamanten primär bestehen. Wie war das? Irgendwann kommt mal die Zeit, dass Kohle so ein Mangelgut ist, dass Wissenschaftler sich daran setzen, um aus Diamanten wieder Kohle herzustellen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo, was, irgendeine Zeichentrickserie oder was das mal gebracht hat, ob es Futurama war oder so. Jedenfalls habe ich mich beömmelt, wo das kam. Ja, das ist auch sehr schön. Also auf jeden Fall, Lapis haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Emeralds! Sind das echte oder sind das fake? Wenn ich mal Platz in der Tasche hätte, könnte ich gucken. So, gucken wir mal. Hoch, 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 hoch. Lalala. Emerald. Lalala. Scheinen also echte zu sein. Lalala, lalala, lalala. Ja, und ich glaube, wir können auch mal amtlich sagen, dass das hier, glaube ich, unsere letzte effektive Mining-Operation wird. Denn ich denke mal stark, danach werde ich in der Lage sein, alles zu bauen, was ich brauche, um mir ein sehr hübsches Mistcraft Age zu basteln, indem wir uns dann fröhlich auslassen können. Ja. Ah, hier ist hier der olle Schwarm. Aua! Er haut sich schon. Moskitoschwarm. Hast du keine Fliegenklatsche oder Insektenspray dabei? Komm mal mit dem Scoop, kannst du die einfangen? Momento. Kurz auf der Map geluckt, da hinten haut er rum. So. Wimpsala. Aua! Nicht ins Loch. Ah, jetzt habe ich es erlegt. Die geben einem Hunger, das ist mies. So. Aber ein Glück sind es ja nur Moskitos und keine CC-Fliegen. So, nicht, die gibt's ja auch. Nein, Gott sei Dank nicht. Das wär's ja noch. CC-Fliegen. Das hört aber auf dann. Wie war das? Nee, irgendwo hört es auf, ne? Ja, Mensch, mit der bösen Magie müssen wir uns ja dann auch irgendwann nochmal beschäftigen, damit dann die Zuschauer in den Kommentaren endlich aufhören können zu schreien, macht mal Magie, macht mal das mit Magie, 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 Magie. Da muss ich an dieser Stelle ja mal ganz eiskalt sagen, da habe ich keine Probleme mit. Der letzte Kommentar, den ich
gekriegt habe, war jetzt von Kevin Tobi, der sich auf die Spawner bezog. Davor habe ich einen Kommentar. Und davor, wie, was hat er dazu gesagt? Was für Spawner? Fragezeichen. Ich glaube, ich sollte ab jetzt doch Aufnahme. Ich hab's schon zu Kevin Tobi. Ich gehe mal von aus, in dem Fall war es dann wahrscheinlich der Jüngere von beiden, der bei mir ja mehr schaut. Der Ältere schaut ja bei dir. Aha. Von dem dynamischen Duo. Da hatte ich schon zu ihm geschrieben. Der hätte es gerne gesehen, wie ich seinen Bruder da in den Türrahmen mit der Portal Gun eingefangen habe. Leider hatte ich ja keine Aufnahme laufen. Dass ich schon gesagt habe, wenn ich ab jetzt hier auf dem Server rumjumpe, einfach so aus Jux und Tollerei irgendwas mache, werde ich am besten einfach immer das Aufnahmeprogramm im Hintergrund anhaben, um solche Szenen zur Not einfangen zu können. Ja, und dann wird einfach mal so ein kurzer Clip am Anfang der Folge eingespielt.